3, 6, 9, 12 oder 15. Jede gewinnt. Sehr schön. Sie wissen die Lösung. Wer ist denn dran? Hallo? Jawohl, Siegfried. Wie bitte? Siegfried. Ah, Siegfried, komm, du bist durchgekommen. Wie lange guckst du schon zu? Oh, vielleicht 5 Minuten. So 5 Minuten. Dann sag mir mal, was hast du raus? Standuhr. Bleib am Telefon, bitte. Ich gebe dir 20 Euro Trostpreis. Hm? Oh, danke. Weil Standuhr ist nicht richtig. Oh, schade. Das meinte ich doch genau damit. Das ist nicht das, was es zu sein scheint. Das ist unser zweites Spiel. Das muss jetzt ganz schnell beendet werden. So habe ich mir das vorgestellt. Wer ist denn dran? Hallo? Stefan hier, hallo. Hallo, komm, was suchen wir? Ich würde sagen, den Radstand. Radstand. Geht doch nicht. Was ist mit dem U und dem H? Und dem E? Ist nicht richtig. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier ein bisschen genauer werden, würde ich sagen. Dann geht's weiter mit einem der drei Vokale. Das E, das U oder das A. Zack. Wer ist am Telefon? Hallo? Wer ist denn dran? Bitte melde dich. Kennst du die Sendung? Hallo? 3, 2, 1. 50 Geldpakete. Leitungen werden wieder geöffnet. Komm, ist mir... Standuhr ist falsch natürlich. Mit R beginnen. Sehr gut, Sie haben es geschafft. Wer ist denn da? Hallo? Herzlich willkommen, Sie melden sich. Sehr schön. Wer ist dran? Der Martin ist am Telefon. Martins, 50 Pakete. Machst du mal den Fernseher ein bisschen leiser. Was hast du raus? Restaurant. Wie bitte? Restaurant. Ja, wenn man in Rente ist, geht man oft ins Restaurant, aber nicht raten. Es ist ein Wort, bei dem jeder dieser Buchstaben vorkommt. Und Restaurant, okay. Ah gut, das könnte man vielleicht sogar falsch schreiben, wenn man diese Buchstaben irgendwie verwendet. Was machen wir denn jetzt? Soll ich Ihnen noch einen Tipp geben? Also dann reicht's, dann ist es zu einfach. Wo ist der Gewinner? Wo ist der zukünftige Besitzer? Wer hat ein Herz für Geld? Ja, herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Hallo, bitte, jetzt melden Sie sich. Wenn jetzt keiner was sagt, dann wird die Regie dieses Spiel vielleicht abbrechen. Bitte antworten Sie doch. Hallo? Ich will nicht runterzählen, ich muss. Ja, okay. 3, 2, 1. Ich öffne wieder die Leitungen. Aber ich habe gar keinen Bock mehr eigentlich. Was machen wir? Komm, können wir nicht aufhören? Also so einfach abbrechen ist doof. Aber ich meine jetzt aufhören, indem ich einfach die Chancen verbessere. Wann ist es besser mitzumachen? Wenn wir zurückfallen auf den normalen Betrag von 3.000 oder jetzt bei 6.000? Ja, wer ist dran? Hallo? Ja, Thompson. Ich verstehe Sie so schlecht. Was haben Sie raus? Rentner. Wie bitte? Rentner? Ja. Ja, also es hat was mit R zu tun, aber es müssen doch alle Buchstaben verwendet werden. Das muss doch jetzt, das muss doch jeder verstanden haben. Warum? Probier mal's. 3, 2, 1, leiten wir rein. Rente ist der Tipp. Mit R beginnen. Oh, schauen Sie sich das mal an. Jetzt höre ich hier gerade. Achtung, können wir mal die Musik ausmachen? Das ist eine schlechte Nachricht, aber die muss jetzt bei jedem ankommen. Hinhören. Ich sage es nur einmal und ich wähle meine Worte ganz genau. Da unten steht es und mir wurde definitiv gesagt, dass dieses Spiel auch ohne Gewinner um 2.08 Uhr beendet wird. Sie bekommen nicht bis 2.08 Uhr die Leitungen. Das Spiel wird beendet, wenn... 3, 2, 1... Noch steht's da. Nein. Jetzt ist es tatsächlich weg. Och Mann. Aber die 6.000 Euro, die verlieren wir jetzt nicht. Nein, um die spielen wir natürlich weiterhin. Oh, das ist aber jetzt was ganz was anderes. Da spielen wir auch nicht mit Leitungen. Da programmieren wir jetzt den Hot Button, oder? Oder spielen wir da mit Leitungen? Nein, wir programmieren den Hot Button auf so kurze Runden, weil jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Hier liegen meine Umschläge. Da sind die 4 Lösungen drin, die Sie mir jetzt nennen sollen. Sie müssen jetzt Worte erraten, die auf Haus enden.
Das ist jetzt das Schöne dran, weil der Hotbutton jetzt einen nach dem anderen durchstellt. 3, 2, 1, los geht's. Jetzt haben Sie mich mal dran. Können Sie Gedanken lesen? Herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Ja, hallo, hier ist der Michael. Michael, kannst du Gedanken lesen? Na, eigentlich nicht so, nicht aber so ich würde ein Autohaus nehmen. Michael? Ja? Ja, du kannst Gedanken lesen. Ach nee. Ja, schau, hier Nummer 3. Will ich nochmal zur Kontrolle selber kurz davor reingucken? Ja, das ist es. Das Autohaus. Perfekt. Ist meine Handyrechnung gesichert? Ach, 1000 Euro, Michael, da bleibt doch wohl noch was übrig. Viel Na, Spaß, hoffe. Bleib im Callcenter und gib da deine Adresse an. Viel Spaß ja. mit dem Geld, ne? Viel Spaß, viel Danke. Spaß. Tschüss. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, den Michael gibt's gar nicht wirklich. Ja, den gibt es wirklich. Der kann Gedanken lesen. Ich bin völlig überrascht. Achtung, das machen wir gleich nochmal. Ich schaue mir das nächste Wort an. Und dann werden wir mal sehen, wer jetzt meine Gedanken liest. 1000 Euro sicher für den nächsten Begriff. Oh. Ah, das könnte auch jemand haben. Sich auflösen und ich fange direkt an mit dem einfachen Begriff, wie ich finde, das hier wäre es gewesen. Kakteenhaus. Nachtschattengewächshaus, sagen sie mir. Und das hier wäre es gewesen. Shirley Ann war irgendwie am nächsten dran. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten Umschlingen. Schnell rausholen. Unikrankenhaus. Das fand ich ein bisschen schwer. Also Krankenhaus kam des Öfteren, aber die Uni so davor zu setzen, ist halt leider keiner draufgekommen. Und das hier nochmal ganz zum Ende, 12.000 Euro wäre auch das Gesindehaus wert gewesen. Auf jeden Fall zwei Begriffe, die man hätte rausfinden können. Hoffentlich gelingt es Ihnen morgen. Ich sag tschüss, das war's von heute, von mir bis jetzt. Und morgen können Sie wieder einschalten. Um 12 geht's los mit witzigen, lustigen Versprechern. Ich gebe mir Mühe. Tschüss, bis dann.